Wir scheinen unsere Mission bald erledigt zu haben, oder, Shepard? Damit meine ich natürlich Saren. Es wird nicht mehr lange dauern. Auf die eine oder andere Weise wird alles bald vorüber sein. Sie werden die Röhre vor ihm finden, Shepard. Ich weiß, dass Sie das schaffen werden. Sie müssen es schaffen. Und wenn diese Mission erledigt ist, ich meine Pilgerreise abgeschlossen habe und zurück bei meinem Volk bin, werde ich stolz darauf sein, dabei gewesen zu sein. Ohne Sie wären wir nicht so weit gekommen, Tali. Sie haben mich gut behandelt. Quarianer werden oft als Bürger zweiter Klasse angesehen. Alle wollen nur, dass wir zu unserer Flotte zurückkehren und verschwinden. Aber Sie haben mich wie alle anderen Crewmitglieder behandelt. Gleichrangig. Das ist etwas Besonderes. Und es zeichnet Sie aus, Shepard. Ich möchte Ihnen dafür danken, was immer noch geschehen mag. Ich werde Sie vermissen, wenn Sie zu Ihren Leuten zurückgehen, Tali. So weit ist es noch nicht. Noch bin ich hier, falls Sie mich brauchen. Ich muss jetzt gehen. Aber immer ist doch. Dann. Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu meiner Let's Play, also besser gesagt Re-Let's Play-Runde mit Mass Effect. Wir sind hier wieder in der Laberrunde auf der Normandy und werden dann nochmal kurz auf die Citadel gehen, ob wir irgendwelche Missionen haben. Wahrscheinlich, kann ich mir da nur so denken und ja, mal schauen. Commander, ich wollte Ihnen danken. Wofür, Garrus? Für all das, dass Sie mich mitgenommen haben, dass ich Teil Ihres Teams sein durfte. Ich habe sehr viel gelernt. Ich habe viel über das nachgedacht, was Sie gesagt haben. Dass man keine Unschuldigen opfern darf, um das Ziel zu erreichen. Und dass man den besten Weg finden muss, der nicht immer der schnellste ist. Ich denke immer noch, dass die Zitadellsicherheit ihre Mängel hat, aber jetzt verstehe ich, warum sie es so tun. Ich weiß jetzt, wie wichtig es ist, im Angesicht des Bösen standhaft zu bleiben. Dass man sich davon nicht verändern lassen darf. Ich bin froh, dass Sie es so sehen. Denken Sie daran, wenn wir Saren begegnen. Keine Sorge, Commander. Das werde ich. Shepard? Sie ziehen es also vor, ein Söldner zu sein, anstelle Ihrem Volk zu helfen. Ich bin ein Krieger. Nicht mehr und nicht weniger. Bereitet Ihnen das Schicksal der Kroganer keine Sorgen? Was zum Teufel soll ich denn Ihrer Meinung nach machen, Shepard? Ich bin es leid, meinen Arsch in die Ziellinie zu halten und keinen Dank dafür zu bekommen. Also haben Sie Ihr Volk einfach aufgegeben? Ich habe aufgegeben, für aussichtslose Ideen zu kämpfen. Ich bin kein Held, Shepard. Kurz gesagt, das Töten für Credits vereinfacht das Leben. Haben Sie schon einmal daran gedacht, Ihrem Volk zu helfen? Ich verdränge diesen Gedanken. Aber es gibt eine Menge kroganischer Söldner da draußen. Ich treffe andauernd auf sie. Oft genug werde ich dafür bezahlt, sie zu töten. Aber das ist nur Teil des Jobs. Man kann sich seine Feinde nicht aussuchen. Bis dann, Rex. Shepard. Commander? Können wir uns kurz unter vier Augen unterhalten? Ich sollte lieber wieder an die Arbeit gehen, Skipper. Gewehre warten sich nicht von allein, zumindest. Wie lautet deine Meinung über unsere letzte Mission? Wie du mit diesem Jong fertig geworden bist, das war schon unheimlich. Ich wusste nicht, dass du diesen Manager-Slang drauf hast. Man muss ihnen nur zeigen, dass sie kriegen, was sie wollen, wenn man kriegt, was man selbst will. Bei dir klingt das ziemlich einfach. Ehrlich gesagt, hätte ich ihn am liebsten umgepustet und wäre abgehauen. Wegtreten, Chief. Sir? Hä? Wen weggepustet habe ich jetzt irgendwie was verpasst? Aber gut, Garrus hat was gelernt. Grunt will ich schon sagen. Rex wird wieder Söldner wahrscheinlich nach dem Ganzen. Oh Mann. Und Ashley hat irgendwen lieber weggepustet. Interessant. Oder meint sie noch den Scheiß auf Noveria? Dann, ja. Dann hat sie recht. Den guten hätte ich am liebsten auch weggeballert. Aber gut. Wir machen hier einen lieben Run, das heißt easy. Und jetzt? Ich habe das Gefühl, dass Sie mich etwas fragen wollen, Commander. Ich wollte einfach nur reden. Natürlich, Shepard. Worüber wollten Sie reden? Oh, sie will nichts. Wiedersehen, Shepard.
Boah, pisst mich das an. Und ich hoffe... Oh, fick dich. Geh weg. Und ich hoffe, dass wir trotzdem mit Liara eine Beziehung starten können, auch nach meiner böswilligen Antwort. So. Und jetzt? Brauchen Sie was, Commander? Was denken Sie über die letzte Mission? Ich bin nur froh, dass es nicht mehr Aliens wie den Turianer gibt. Ja, ich auch. Nicht, dass mein Magen das ertragen würde. Sie haben einen klasse Deal mit Jong ausgehandelt. Wenn ich je ein Knöllchen wegen Raserei bekomme, möchte ich, dass Sie mich vertreten. Gerne. Wir reden ein andermal, Commander. Ich vertrete jeden gerne, ne? Aber gut, er ist auch Spectre, unser guter. Ne? Shepard. Der hat mehr zu sagen als die meisten. Wir müssen nur dem Rat irgendwie Rede und Antwort stehen. So, Hey, Commander. Ja? Bitte achten Sie beim nächsten Mal darauf, dass wir nicht mitten in einer Kolonie mit Mutanten-Zombies landen. Nur so am Rande erwähnt. Ich muss gehen. Bis dann. Oh Gott. Mit Mutanten, ist klar. Kann ich ja nichts für, ne? Ursprünglicherweise, wenn man das blind spielt, weiß man das ja nicht. Aber eigentlich ja, hätte ich dich vorwarnen können. Eigentlich ja. Aber gut. Muss er ja nicht wissen. Heiligsblechle. Ja, und ich bin im letzten Part noch kurz zur Citadel geflogen, direkt. Dass wir nur noch hier raus... Kommandant ist an Land gegangen. Dass wir nur noch hier rauslaufen können. Sehr schön. Ah, ich freue mich auf Mass Effect 2 und so. Habe ich endlich wieder meine alte Stadt, also Weste und so. Ach, hey. Oder nein, noch nicht, weil wir da ja wieder einen neuen Spielstand in diesem Sinne machen. Ich kopiere ja nicht einfach meinen alten... Nach Jahren schlechter wirtschaftlicher Ergebnisse hat Exogeny verkündet, dass die Forschungskolonie auf Pheros nun endlich Gewinn macht. Yeah. Neue Entdeckungen sowie entschlossene Kolonisierungsbemühungen haben sich für Exogeny endlich ausgezahlt. Nach okay. der Ankündigung stiegen die Aktien von Exogeny und die Investoren zeigten sich erfreut über die guten Neuigkeiten. So muss das. Oh, geil. Ja, nee. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte, verdammt. Ja, moin. Ist klar. Ist hier direkt Ben General Jelani oder wie sie heißt da? Ja, komm, ich nehme euch direkt mit. Pisst mich zwar ein bisschen an, da wieder unnötig Zeitflöten geht, aber wir gehen kurz zu den Märkten. Wegen Conrad Warner, ich will den definitiv abgehandelt haben in dieser Line. Und dann erst in Mass Effect 2 wiedersehen. Ja. Und? Ja, nice. Der ist weg. Ich glaube, der kommt auch nicht wieder. Also, wenn ihr wissen wollt, wann oder wie Conrad Warner ankommt, dann müsst ihr einfach meine Laber-Runden durchgehen. Laber-Parts. Weil da werde ich immer genau euch zeigen, wann er genau da ist, nach welchem Kack. Gibt es nur wenig ernsthafte Kriminalität. Aha. Wäre vielleicht schon früher getriggert worden, ich wusste nicht. Dass da eine Cutscene kommt. Aha. Interessant. Und jetzt? Ja, was gibt's? Wurden sie rausgeworfen? Doran hatte keine Ahnung, was ich gemacht habe. Er nahm an, dass ich betrügen würde. Ich kenne Doran. Wenn er sagt, dass sie betrügen, dann betrügen sie. Ich habe meinem Glück nur nachgeholfen. Es war nur ein Experiment. Das klingt für mich nach Betrügen. Für sie vielleicht, aber dieses Gerät soll nur Situationen simulieren und Resultate aufzeichnen.
Das Aufzeichnen von Verlusten ist einfach. Die bemerkt niemand. Warum wollten Sie die Resultate aufzeichnen? Ah, jetzt kommen wir zum Kern der Sache. In den letzten 5 Jahren habe ich ein Gerät entwickelt, das sehr präzise Gewinne und Verluste beim Quasar berechnen kann. Ich muss nur noch einige Siege aufzeichnen, um den Algorithmus zu vervollständigen. Können Sie das tun? Ist das nicht illegal? Es ist illegal, mein System zu benutzen. Aber ich benutze es nicht. Ich werde es verkaufen. Ich muss nur noch einige Siege aufzeichnen. Hilft mir das Gerät zu gewinnen? Das Gerät sendet eine Frequenz aus, die Ihre Chancen leicht verbessern. Nicht so wie mein System, aber es reicht, um Ihre Siege schneller aufzuzeichnen. Warum verkaufen Sie das Gerät dann nicht? Was? Nein, das Gerät ist einfach. Es nutzt brutale Gewalt, um sein Ziel zu erreichen. Und Sie haben gesehen, wie leicht es entdeckt werden kann. Mein System wird viel effizienter und nicht zu entdecken sein, wenn es fertig ist. Was springt dabei für mich raus? Behalten Sie den Gewinn. Das sollte Bezahlung genug sein. Ich werde Ihnen helfen. Sie könnten es ja mal versuchen. Bitte sehr. Sie werden es merken, wenn Sie genug Siege aufgezeichnet haben. Aber Sie haben gesehen, was passiert, wenn Sie mit dem Gerät erwischt werden. Dann legen Sie los. Die Daten sammeln sich nicht selbst. Ja, yeah, aber wir geben es ab. Wir sind auf einem guten Run. Jenna ist jetzt hier. Wo ist der? Ist es der Volus da vorne? Ich glaube ja, Doran. Schön, Sie wiederzusehen. Kann ich Ihnen helfen? Ich habe etwas, das Sie interessieren dürfte. Lassen Sie mich mal sehen. Das stammt von Shells, nicht wahr? Ich habe ihn damit gesehen, habe ihn deswegen rausgeworfen. Danke, dass Sie es mir bringen. Betrüger müssen leiden. Da haben Sie recht. Danke nochmals. Spielen Sie ein paar Runden Quasar. Geht aufs Haus. Ich muss jetzt weiter. Viel Spaß hier im Flug. Ja, kein Problem. Er spendiert mir ein paar Runden gratis. Interessant. Machen wir aber nicht. Ich hab genug Kohle. Interessiert mich ein Scheiß. Haben Sie schon 5 Siege mit dem Gerät aufgezeichnet? Eigentlich habe ich Ihr Gerät Doran gegeben. Aber da steckte jahrelange Arbeit drin. Was soll ich denn jetzt machen? Vielleicht könnten Sie Ihre Talente besser nutzen. Sie sind mir aber keine Hilfe. Das ist der absolut schlimmste Tag meines Lebens. Das hoffe ich doch. Tölö. Bezirke. Dann Sicherheitszeug da und dann Abfahrt. No, also, aber instant, weg hier, keine Zeit mehr für so einen Schmarrn, so, das waren alle Missionen, nee, eine Mission hätten wir noch, aber die ist eigentlich null und nichtig, kann man sagen. Techniker versuchen herauszufinden, warum sich ein Computersystem vor kurzem auf katastrophale Weise überladen hat. Die Techniker sind sich bisher nicht sicher, wodurch die Fehlfunktion verursacht wurde. Sie wissen auch nicht, wozu dieses System ursprünglich diente. Der Zitadell-Sicherheitsdienst untersucht den möglichen Vandalismus oder Missbrauch öffentlichen Eigentums. Ah, es ist explodiert. Okay. Interessant. Ja, ich weiß leider nicht mehr, wo die Mission genau war. Das ist genau die Mission, die ich meinte. Easy. Ist mir eigentlich auch egal. Dort hinten bei diesem einen Keeper auf der Finanzbezirksstation oder so. Oder war das ein Marktstation da hinten? Auf jeden Fall dort. Bereithalten, Landungsturm. Dekontamination aktiv. Wo der Hanar seinen Stuff verkauft. Unten auf der Marktfläche. Dekontamination aktiv. Also nicht bei den Märkten natürlich. Das ist bei den Botschaften und so. Und Konsorten. Aktiv. Ist mir auch egal. Ist nicht Locken. Wichtig für. Kommandant ist an Land gegangen.
den Stuff. Executive Officer Presley hat das Kommando. Nein, Inspector Shepard hat das Kommando. Du Knallkopf. So. Ja, und das war's eigentlich schon mit der Mission. Ich weiß, kurzer Part und so, aber wir gucken jetzt noch, vielleicht kommt jetzt noch was Neues rein. Aber an sich nicht. Huh. Interesting. Dann gehen wir raus, dann gucken wir jetzt noch unsere... Nee, komm. Ich könnte eigentlich noch eine Mission dranhängen. Eigentlich. Proben untersuchen. Matano-System in Maron-Sie-Cluster. Okay. Haben wir einen neuen Cluster entdeckt, oder ist mir der, also ist mir der Typ entfallen? Armstrong, Voyage, Hades, Artemis Tau, Exodus, lokaler Cluster, Pferde, Argus Roh, Gemini, Maron Seeklasse, ja sicher. Caspian, Vostok und Matano. Gut. Easy. Wobei, soll ich das jetzt wirklich noch machen? Eigentlich sollte das nur eine Laberrunde sein. Wo wir halt Missionen machen. Auf der Citadel. Wobei, das sind eh nicht so wichtige Missionen. Da kann man das schon mal geben. Auf Kaska, ne? Okay. Apo. Ist da Apo Red stationiert? Ich weiß nicht. Man wird sehen. Oder eben auch nicht, weil wir es nicht besuchen können. Erkunden. Schwermetallvorkommen entdeckt. Sehr schön. Eigentlich müsste ich jetzt die anderen Planeten gar nicht mehr scannen, so. Aber macht trotzdem. Hier ist Upai. So, dann. Hä? Okay. Inti. Oh. Das kommt mir sehr bekannt vor aus Yu-Gi-Oh! Duel Links. Und so. Und Yu-Gi-Oh! Ne, aus Duel Links nicht, aber aus Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist und sonstigen Konsorten auf der 5D-Ebene. So. Irgendwie Inti und sonst noch und Supai, keine Ahnung. Supai musst du, glaube ich, irgendwie synchronisieren mit irgendeinem anderen Vieh, um dann einer der beiden synchronisieren zu können. Irgendwie sowas. Keine Ahnung mehr. War eines meiner Lieblingsdecks früher, aber wie gesagt, schon lange nicht mehr gespielt. Ich spiele auch gerade zurzeit keinen Yu-Gi-Oh! Mehr. Außer Duel Links. Weil, jo. Ja, selbst die Yu-Gi-Oh! Duel Links habe ich aufgehört, momentan. Weil dieses Event habe ich schnell durchgehabt, was gerade läuft und keine Ahnung. Mit der Zeit wird es halt einfach langweilig. Kann ich euch nur so sagen. Zivilgebäude, wissenschaftliche Einrichtung, Anomalie. Also wir gehen zu den Zivilgebäuden. Aber sowas von straight. Also vom ländlichen her würde ich schon fast sagen, könnte eigentlich ein Dreschlund hier leben, aber es ist zu grün. Die können hier nicht überleben. Wenn mich jetzt doch eins anfährt oder so, also besser gesagt auftaucht von meiner Fresse, dann, oh, sei es so, dann mache ich halt nochmal alles. Vom Start aus bis hierhin, aber jojo, easy. La 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 la. Was ist das da? Okay, da oben ist dann auch noch eins. Ja, geil. Fahr doch einfach nochmal runter, Marco. Wäre ein bisschen dezent angenehmer. Auch für deine Räder.
So. Sieht verlassen aus. Ach, wenn du das verlassen nennst. Ich habe kein gutes Gefühl. Bei der Göttin. Die gesamte Kolonie muss verwandelt worden sein. So. Da hat noch ein oder zwei Stück am Boden. Okay. Interessant. Wir gehen mal rein, sofern wir können. Ja, ja. Alles kein Thema. Da rein können wir nicht. Ich weiß. Ach, wir sind nur die Räumungskolonie. Oder wie? Also Kolonne. Jo, kein Problem. Ja, ist mir auch egal, wenn ich gerade das Maximum bald erreiche. Ich habe alles bekommen, nur nicht das, was ich möchte. Daher, jo. Weil ich möchte immer noch so Kryo-Kack haben, aber das bekomme ich ja nicht anscheinend. Ist viel zu selten, das Zeug. Warte mal. Nee. Wird mir nicht neu angegeben. So. Die Kolonie ist befreit. Die Kolonie knallen wir auch weg. Ich fahre da jetzt extra mal drum rum. Sorry, Leiche, aber ich muss sie kontrollieren. Ups, war zu weit. So. Let's try it. Da gehen wir auch kurz rein. Schauen wir nach. Endlich? Bist du so auf Action fixiert, Lyra? Also, hätte ich jetzt nicht von dir gedacht. So. Alle Ziele neutralisiert. Jo. Und jetzt können wir wieder gehen. Jetzt renne ich sicher nicht nochmal nach oben, wenn ich nicht weiß, ob wir dort überhaupt reinkommen. Wenn wir vorhin schon nicht reinkommen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir hier auch nicht reinkommen. So. Jetzt Karte. Dann. Jetzt müssen wir einfach hier hoch. Sofern wir das einfach easy können. Sieht mir ein bisschen steil aus, der Scheiß. Ich muss ein bisschen ausholen, ne? Also ganz klar. Sonst kommst du da nicht hoch. Nicht mal, wenn du das möchtest. Aha. Marco kann also auch noch verfehlen. So. Nein, immer noch nicht. So. Easy. Rein. Und jetzt hoffentlich mal irgendwas finden, weswegen wir eigentlich hier sind. Ich meine, wir haben nicht umsonst die Mission bekommen. Na?
Ist ja logisch. So, Türsteuerung. Mach mal auf. Hallo? Er schießt sie einfach, ne? So, Terminal. Ein koloniales Pionierteam besteht selten aus mehr als ein paar Dutzend Spezialisten. Es ist klar, dass niemand von ihnen überlebt hat. Die Cerberus-Gruppe wird sich hierfür erklären müssen. Logs herunterladen. So, da gucken wir mal rein. So. Shade Interface, Zentrifugierung. Alles Sachen, was ich nicht benötige. So, haben wir das jetzt? So, jetzt noch eine Einrichtung im Maron-Sie-Cluster im Vostok-System untersuchen. Interessant. Dann haben wir das auch gemacht. Ja. Alles kein Problem. Und im nächsten Part gehen wir dann auf Wörmeier, wo es dann wieder entscheidend wird, was wir tun und nicht tun und überhaupt, wen wir retten, wen wir nicht retten, habe ich schon im letzten Part angedeutet. Und da gab es auch einen kleinen Teaser vom Rat, dass wir sicher mal auch schwierige Entscheidungen treffen müssen und wir dann auch bereit sind dafür. Ja, das ist definitiv in dieser Wörmeier-Mission der Fall. So. Hier noch. Dann hier auf Vostok. Gehen wir kurz auch noch hin. Dann haben wir schon wieder unsere 30 Minuten voll safe. Wenn nicht sogar unsere 35 Minuten, aber hey. Immerhin. Also mir ist es auch lieber, einen 30 Minuten Part hochzuladen, als so einen 15 Minuten. Klar wird er eher geguckt, aber das ist nicht so mein Style. Muss ich einfach sagen. Könnt ihr ja gerne anders sehen, aber... Offenbar gibt es auf dem Planeten unter uns einen aktiven Notsender, Commander. Keine Nachricht, nur ein Ortungssignal. Mhm. Gut. Gehen wir direkt hin. Ach, herrje. Wie gesagt, kann jeder anders sehen, ob sie längere oder kürzere Parts bevorzugen. Aber ich meine, ich habe mir gerade auch wieder von Mythos of Play of Streaming gerade. Er hat ja mehrere Kanäle. Eigentlich ist sein Hauptkanal, glaube ich, Mythos of Playing. Und bei dem gucke ich auch bei seinem Stream Kanal 5-stündige Parts an. Aber halt von Dark Souls oder so. Oder hat mir auch schon Mass Effect gegönnt. Nicht bei ihm, aber bei anderen Dudes, die das gemacht haben, ne, weil einfach geil, Mass Effect, da regelt jeder seinen Stuff anders, außer will nur rein gut spielen. Am liebsten finde ich ja die, die einfach am Anfang sagen, yo, ich spiele nach Bauchgefühl. Das heißt, wenn denen jetzt irgendwie ein Typ nicht passt, wird er umgelegt, anstatt ihn zu wetten, oder dass er halt einfach irgendwen opfert. Oh, da ist ganz schön weit geflogen.
So. Da werden wir jetzt ein bisschen aufräumen. Wollt ihr mich verarschen? Schilde sind unten. Verzieht euch. Ich drücke immer auf Viereck, ne? Also auf X. Ist ja leider die Xbox. Hammer Mantis Titan. Reaper Volkov Waza. So, dann Raiko, Mercenary und Waza. So. Jetzt können wir mal auf die Karte gucken. Jetzt haben wir hier mal ein bisschen aufgeräumt. Wissenschaftliche Einrichtung. Die ist da drüben. Die werden wir jetzt aufsuchen, aber straight. Ich wollte einfach kurz die Gegner hier zerrippen, weil macht sich gut auf meine Akte, wenn die wissen, dass ich einfach auf vielen Planeten, wo ich war, ne, rasiert habe. Naja, gut. Macht zwar eigentlich ja nichts aus, ob ich das jetzt mache oder nicht, aber ich mach's trotzdem lieber. Weil es steht dann leider nicht in meiner Akte. Aber es fühlt sich gut an, das zu wissen, falls es so wäre. Oh Mann. War stussig teilweise. Aber irgendwie muss ja der Part gefüllt werden. Und nicht nur nix labern, was ich auch schon ganz gerne gemacht habe. Vor allen Dingen, wenn wir halt so Planeten erkunden, sollte ich halt schon mehr labern, als irgendwie zu sagen, ja, so und so ist es und nicht anders und ja, okay, nein, heute nicht, doch, heute schon, irgendwie nein, irgendwie schon. Wisst ihr, was ich meine? Keinen sinnvollen Kontext. Klar, das, was ich zum Teil labere, hat auch keinen sinnvollen Kontext. Oh. Und Marco hat gerade auch keinen sinnvollen Kontext an der Wand. Na komm, wir sind seitlich. Bruder, Mashallah, du gehst hier hoch. So, aber dann bis nach oben. Weil ich habe so das dumpfe Gefühl, wir müssen über den Scheißberg. So. Ja, soll ich jetzt hier steil die Wand hochgehen? Nein, 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 nein. Ich habe jetzt so viel geschafft, da möchte ich nicht schon wieder runterballern. So, einfach nach rechts steuern und nach geradeaus. Irgendwie werde ich dann schon hochgehen. So. Sauber. In grünen Flächen ist es immer gut, da kann er immer, der gute Marco. Oh Gott. Was tue ich mir hier an? Aber mal ganz ehrlich. Na, na, komm. Mein geiles Gefährt. Wie gesagt, bist das beste Gefährt EU West. Also, enttäusch mich gerade nicht. Und es enttäuscht mich nie. Wie man sieht. Ich komme überall hin. Oh. Nein. Jetzt hätte ich fast einen Absacker gemacht, ne? Oh. Wäre beinahe schief gegangen. So. Let's try it. Wer will noch was? Ah,
Naja, Nachrichteneingang. Stelle durch. Oder auch nicht. So, einmal hier. Sehr nice, dann hier. Oh Gott. Tötet sie einfach. Man könnte ja meinen, eine Schrotflinte sollte von nahem effektiver sein. Teilweise treffe ich einfach nicht mal. Finde ich ultra interessant. Ja, seht ihr? Umhauen kann ich ihn. Aber... teilweise geht es gar nicht. Da schieße ich 1000 Mal daneben. Dafür treffe ich von 400 Kilometer ein einziges Ziel mit einer Schotti. Finde die Logik. Da ist es später schon effizienter. Gott sei Dank. Sehen Sie? Ich habe doch gesagt, dass jemand wegen des Signals kommen würde. Mein Name ist Dr. Ross. Ich bin hier die leitende Forscherin von Exogeny. Wir sitzen seit Tagen hier fest und langsam geht uns das Essen und Wasser aus. Sie kommen gerade rechtzeitig. Ich muss wissen, was hier los ist. Warum wimmelt es hier von torianischen Creepern? Woher wissen Sie über den Torianer? Ich weiß, was Exogeny vorhat. Ich habe gesehen, was dieser Torianer den Kolonisten angetan hat, und ich habe ihn vernichtet. Dann ist unser Geheimnis nun keins mehr. Ich muss nicht lügen, da Sie das Schlimmste bereits wissen. Die Creeper hier wurden mit Hilfe veränderter Proben von den Exemplaren auf Pharos geschaffen. Wir fanden einen Weg, sie in fügsame, gehorsame Diener zu verwandeln. Bis vor einigen Tagen war alles in Ordnung. Dann drehten plötzlich alle Creeper durch. Nur wenige von uns haben es bis in diesen Raum geschafft. Warum haben Sie keine Nachricht geschickt und um Hilfe gebeten? Wir hatten nichts als dieses Signal vom Notsender. Dies ist eine geschlossene Kommunikationsbasis. Exogeny war besorgt, dass ein am Projekt beteiligter Geheimnisse an einen Konkurrenten verkaufen oder uns den Behörden melden könnte. Wir können nicht direkt mit der Außenwelt kommunizieren. Wir haben nur den Notsender. Er schickt ein allgemeines Notsignal zur Exogeny-Anlage auf Pharos. Sie sollen uns dann innerhalb von 24 Stunden ein Team schicken. Aber offenbar haben sie jetzt ganz andere Probleme. Könnten in der Basis noch weitere Leute am Leben sein? Das bezweifle ich. Da draußen sind zu viele Creeper. Sie hätten keine Chance. Wir sind die Einzigen, die noch übrig sind. Wissen Sie, warum sie sich gegen sie gewandt haben? Vielleicht gab es immer noch eine Verbindung zwischen den Creepern und dem Torianer auf Pharos. Der Torianer war anders als jede Lebensform, die wir je studiert hatten. Ich kann nicht erklären, wie es geschah, aber als er starb, haben es wohl einige der Creeper hier gespürt. Ich habe alles Nötige gehört. Hören Sie, ich weiß, dass das, was wir hier getan haben, falsch ist. Ich gebe es zu. Aber es ist jetzt vorbei. Es macht keinen Sinn mehr, es den Behörden zu melden, oder? Sie hatten bei diesem Projekt das Sagen. Die Sicherheit Ihrer Leute war Ihre Verantwortung. Sie haben ihnen vertraut. Und Sie haben dieses Vertrauen verraten. Seien Sie vernünftig. Ich wollte nicht, dass so etwas passiert. Und wem nützt es, wenn ich jetzt ins Gefängnis komme? Normalerweise würde sich Exogeny um mich kümmern, aber sie haben offenbar genug damit zu tun, die Sache auf Pharos gerade zu bügeln. Aber ich habe Geld. Ein Notgroschen, den ich angespart habe. Er gehört Ihnen, wenn Sie uns gehen lassen. Abgemacht. Sehen Sie zu, dass Sie von hier verschwinden. Sie haben die richtige Entscheidung getroffen, Commander. Es ertönt ein leises Signal aus dem Computer Ihres Kampfanzugs, als die Einzahlung von dem Exogeny-Wissenschaftler auf Ihrem Konto eingeht. Ihre Arbeit ist hier erledigt. Ha, wir werden sofort direkt rausgeportet. Auch nicht schlecht. Naja, gut, ich wollte sie eigentlich auch nicht hinrichten oder melden. Ich wollte sie eigentlich zurückschicken. Aber gut. Ja. Kann man auch gönnen. Jo. Jetzt gucken wir noch, ob irgendwas anderes reinkommt. Dann gehen wir nach Vermeier. Na? Ja, kein neuer Nachrichteneingang. Es wird nichts durchgestellt. Na, umso besser. Dann vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns im nächsten Part.
in Würmeier wieder. Dann wird's äußerst geil. Muss ich einfach so sagen. Und dann, ja, kommt noch das eine oder andere, was wir halt entscheiden müssen. Und dann geht schon fast ab ins Mu-Portal. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat es gefallen. Wir sehen uns. Tödlü.